Every day I'm shuffling. Moin moin, meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge von Minecraft Skyblock. Und ja, ich habe ein bisschen das Gerät da hinten heil gemacht. Wie ist eigentlich? Ich hoffe. Aber das war mir ein bisschen dann zu doof, dass mit den ganzen explodierenden Mobs, die da durchgehend runterfallen, weil es ja oben da dunkel ist, das zu machen. So, ich soll irgendwie versuchen, das Haus zu verschönern. Nicht möglich, schade. Hier ist die Frage, wie könnten wir das noch schöner machen? Also, wir haben hier nur eine Grundfläche. Wie wird's schön? Verschönern. Also, wir könnten natürlich jetzt hier Glas reinklatschen. Wir haben nicht so viel Sand. Was haltet ihr denn von der Idee? Wir haben nur 20 Sand. Dass wir uns... Hier sind 16 Kohle. Ja. Habe ich nicht gesehen, sorry. Dass wir uns ein bisschen mehr Sand machen. Aber eigentlich ist es ja... Nee. Lassen wir das erstmal. So, ich muss ja eh Glas machen. Da muss ich mal kurz auf die Liste schauen. Also auf der Liste steht, Craft... Wo haben wir das denn? Craft a Furnace, das haben wir. Small Lake, bla, habe ich noch nicht. Cactus Green Dye. Fisch... Glass Paints. 16 Glass Paints. Wie macht man denn ein Glass Paint? Das sind also diese Glasflächen, nicht wahr? Da muss ich vielleicht nochmal Wiki nachgucken. Das ist doch ganz normal aus den Glasblöcken das herzustellen, wenn ich da mich nicht irre. Wiki Glass Paints. Minecraft Wiki. So. Ja genau, das ist eine Glasscheibe und die wird doch aus ganz normalen Glasdingen hergestellt. Man braucht 6 Glasscheiben, Glasblöcke. Brauche ich noch mehr Sand? Packen wir erstmal da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich soll... Wie viel Glaspaints soll ich machen? Wo ist denn das jetzt? Wo ist denn das schon wieder hin? Eben gerade habe ich es ja noch gelesen. So, haben wir schon mal einen Block. 16. Das sind also genau die 6 Blöcke, die ich jetzt hier mache. Gucken wir uns das noch kurz an. Heute. Oh, aufgeregt. Beziehungsweise gestern schon aufgeregt. Ich habe bei Amazon was bestellt. Und zwar Deep Space Nine DVD Collection komplett. Hast du nicht gesehen. Bestehend aus 48 DVDs. Und da... die nicht FSK geprüft ist, obwohl die im Englischen auch nur ab 16 sind, sozusagen, PG 16 sozusagen oder was auch immer, keine Ahnung, muss man hier in Deutschland, wenn man diesen Artikel erwirbt, 18 sein, was ich ja schon bin. Ich habe auch einen Ausweis da gehabt. Der Typ von DHL tippt diese Sachen ein, ja, und was macht er? Tippt ein, kriegt das mit meinem Geburtsdatum nicht irgendwie richtig hin. Mein Name wahrscheinlich hat auch falsch eingetippt, weil er blind ist, seine Brille nicht dabei hatte. Scannt das Paket, sagt, ja, das geht jetzt nicht. Das liegt jetzt daran, dass das nicht erkannt wurde. Das heißt, ich muss das Paket zurückschicken. Oder ich muss das Paket erst wieder mit zurücknehmen. Okay, hatte ich noch die Hoffnung, dass es natürlich jetzt erstmal zur Post zurückgeht und ich es dann da abholen kann. Nein, es geht zurück zu Amazon. Und die Bestellung muss ich neu aufnehmen, weil, aus dem einfachen Grund, ich das nicht bei Amazon sozusagen selbst, sondern bei einem Händler von Amazon bestellt habe. Und das wiederum bedeutet, dass der das nicht einfach sofort, oder dass Amazon das nicht einfach nochmal eine Ersatzware mir zuschicken kann. Nein, sie müssen das erstmal sozusagen wie eine Stornierung aufnehmen. Supi, also erstmal storniert, damit insgesamt, es muss jetzt noch zurück. Ne? Das ist auch praktisch jetzt auf dem Weg zu Amazon zurück. Und das kann jetzt erstmal ein paar Tage dauern, bis das, bis der Preis sozusagen mir rückerstattet wird. Und ja, daraufhin, weil ich ja das Geld zurückbekomme, habe ich jetzt gesagt, nö, da bestelle ich jetzt nicht den Kram. Also das ist mir echt zu doof, besonders weil dieser DHL-Typ sie
einfach ein Spackomat ist, der das echt nicht hingekriegt hat. Und ich bezweifle ganz stark, dass Amazon einen Fehler mit meinem Namen oder was auch immer auf dem Paket hatte, weil mein Name ja korrekt bei Amazon hinterlegt ist. Richtig ätzend einfach. Und deswegen habe ich es mir jetzt bei eBay bestellt. Für sogar noch 30 Euro günstiger. Hoffen wir nur mal, dass ich jetzt da keine Probleme habe, weil da war keine Angabe von wegen, ja, ist ab 18 oder so, ist nämlich im Text angegeben FSK 16. Und ja, dann kann es nochmal versendet werden. Hoffe ich zumindest, dass das so durchgeht. Weil dann drehe ich hier komplett durch. Dann haue ich sie alle kaputt. dann muss als nächstes der DHL-Bote leiden. Dann wird er einfach kaputt gemacht. Also, das ist mir echt zu doof. So, und wir brauchen hier irgendwie mal eine größere Farm. Ich wollte ja eigentlich jetzt die Gläser hier machen. Auf jeden Fall haben wir 16 Gläser schon gebastelt. Zack. Wollen wir hier immer welche reinsetzen? Zack, 3 Stück schon verbaut. Haben wir hier schon mal dicht. Wie machen wir das hier auf der Terrasse? Soll ich hier so... Ich könnte natürlich das hier oben auch wegmachen und dann komplett. So mal machen. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. So, hoffen wir mal, dass das hier irgendwie nach was aussieht. Wahrscheinlich wird es nach nichts aussehen, aber da kann man nicht viel machen. Ja, das kann man so hinnehmen, oder? Also kann man mit leben, oder? Hier die Schaufeln. Ach, herrje. Ja, so ist das, ne? Man bestellt was, will sogar richtig was ausgeben. Also nicht nur raubkopieren, was ja keiner von uns macht, hoffe ich. Und dann auch noch so eine Verblödung, ey. Da geht mir echt die Hutschnur auf. Es ist schon Nacht. Nacht, liebe Freunde. Oh, schon wieder Tag. So, wie wachsen Kakteen? Weiß das irgendjemand? Wie der Kaktus wächst? Kann ich hier auch mal noch suchen? Kaktus. So, was sagt Wiki dazu? Der Kaktus. Transparency, yes. Luminance, no. Growing condition. Only cacti grow only on sand and to a maximum height of 3 blocks. The highest stack of replaced by the player. Despite this growth limit, they often naturally generated at a higher height. In desert biomes, but rarely be found in blah. Cacti can only be placed on either on sand or other cacti blocks. Aha. Bone meal does not work on cacti and won't speed their growth. Cacti cannot be placed on to sand stone. When the spot of a cactus is placed, it becomes unsuitable, such as a block, bla bla bla. Kakteen können sogar unter Wasser. Aha. Also die wachsen irgendwie hier. Irgendwie werden die das schon machen. Okay, dann packe ich doch schon wieder den Sand dahin, was dann doch ein bisschen symmetrischer aussieht. Und wachs schön. So, das Haus irgendwie schöner machen. Wie kriegen wir es noch schöner? Also wir haben jetzt hier noch eine Dachfläche. Eine weiße Dachfläche. Die very gefährlich ist. Aber was könnten wir denn hier oben machen? Also erstmal können wir hier den ganzen Schneekram abbauen. Wir können natürlich jetzt hier oben sowas wie einen Dachboden machen. Oder halt eine Lagerhalle einrichten. So, zack. Oh Mann, das verbraucht aber ganz schön unsere Schaufel.
Ich hätte eigentlich gerne Eisen. Aber hier findet man, glaube ich, keinen Eisen, leider. Zack. So. Jetzt muss ich mal gucken. Wow, da bin ich aber gesprint. Okay, wir müssen irgendwas hier machen. Wie kriegen wir das jetzt hier schön, noch ein Dach drauf zu setzen? Das müsste ja eigentlich erreichen, wenn ich jetzt hier... Wie breit ist denn das? Das ist... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh nee, danke. Ach du meine Güte, das ist ja richtig laut. Muss ich mal ein bisschen runterdrehen? Habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, nehmen wir das. Ach du meine Güte. Okay, gucken wir mal, was wir hier an Holzblöcken haben. 54. Na, ich hoffe mal, dass das reicht. Oh, der ist gewachsen. Yeah! So ist nur noch die Frage... Ach, ist ja auch egal. So, machen wir erstmal Schneeblöcke wieder. Wenn wir unsere Schneemänner daraus machen können. So, daraus erstmal hier bla. Ja, drei bleiben über. So, jetzt brauchen wir erstmal... Wie viel brauche ich da? 1, 2, 3, 5, 8, 5, 8, 9. Also 18 muss ich hier behalten. Nehme ich weiß oder nehme ich da dunkle? Habe ich da 18 dunkle Baumstämme? Ich hoffe es. Das wäre optimal. Warte mal. Iron Shovel? Woher habe ich das Eisen? Habe ich die gefunden? Ich weiß das gar nicht, wo ich die her habe. Naja, wie dem auch sei. Wir haben nicht genügend Baumstämme. Ah, dann müssen wir es mit hellen Blöcken machen. Ist ein Versuch wert. Also ich brauche 18 helle Blöcke. Und der Rest kann dann verbaut werden. So. Okay. Hoffen wir mal, dass das hier reicht. Ja. Habt ihr eigentlich auch schon mal solche interessanten Erfahrungen gemacht mit Amazon oder mit der Post? Mit DHL oder mit wem auch immer? Würde mich mal interessieren, könnt ihr ja gerne in den Kommentaren hinterlassen. So. Packen wir mal alles weg, was wir nicht brauchen, falls wir runterfallen. Wieso habe ich eine Tür in der Tasche? Ach ja, da hinten, ne? Genau. Dü-dü-dü-dü-dü. Hau ich mal alles hier rein. Ah, die Werkzeuge und Schwerter wollte ich in die Kiste daneben packen, aber das hier kann alles da rein. Das ist Wolle. Birke brauche ich, Cobbles, das kann rein, das kann da rein, Torches, Gold, Sticks und Holz. Und da rein kann das Ganze hier. Sand und Fleisch auch hier rein. Puh, hoffen wir mal, dass das jetzt gut geht. So, also als erstes, oh, man kann jetzt auch noch so platzieren, ach nee, stimmt ja, neues Feature, man kann die Baumstämme auch noch schräg platzieren, oh nee, jetzt muss ich auch noch da drauf achten, hat ja nicht gereicht, dass man jetzt eh schon Probleme hat, irgendwelche Sachen zu platzieren. Also, erstmal ein schönes Dankeschön an DHL. Für nichts. Okay. Ach, Sovereign schon wieder? Das haben wir doch eben gehabt. Okay. Noch das hier hin platzieren. Und dann müssen wir leider schon die Folge beenden. Ich glaube, ich habe auch schon einen Titel für die Folge. Ja, aber... Also es ist ja nicht DHL allgemein, sondern manche Boten. Ich weiß ja nicht, vielleicht hat jemand ja von euch da auch Erfahrung mitgemacht.
Ja, auf jeden Fall machen wir in der nächsten Folge hier weiter. Ich hoffe, es sieht nicht allzu schäbig aus mit den Birkenhölzern. Aber naja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde.